Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Thema dieses Videos ist die Frage, was sind die Folgen von Preiserhöhungen? Und zwar möchte ich es gerne anhand der Situation in einer mündlichen Prüfung erläutern, wie man damit umgeht. Der Prüfer wird vielleicht nicht fragen, sagen Sie mal, was sind die Folgen von Preiserhöhungen, sondern er wird vielleicht es etwas anders formulieren. Er wird sagen, sagen Sie mal, was passiert denn, wenn Ihr Unternehmen den Preis für ein bestimmtes Produkt Ihres Portfolios erhöht. Was passiert denn dann? Und wenn man sich das so überlegt, ist das eine Steilvorlage. Wenn man Zusammenhänge kennt und verstanden hat, ist diese Frage eine Steilvorlage. Und Sie wissen, in der mündlichen Prüfung wirft der Prüfer Ihnen einen Ball zu und hofft, dass Sie mit dem Ball ein bisschen auch was machen. Also, was sind die Folgen von Preiserhöhungen? Die erste Antwort, die man hier geben kann, auch erstmal um ein bisschen denken zu können, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, so ein paar Millisekunden Zeit zu gewinnen, lautet, kommt drauf an. Sagen Sie mal, fragt der Prüfer, was passiert denn, wenn Ihr Unternehmen für Produkt X aus Ihrem Portfolio den Preis erhöht? Nun, das kommt drauf an. Ja, richtig. Auf was denn? Und damit öffnen wir jetzt für die verschiedenen Möglichkeiten. Es sind nämlich im Prinzip zwei Dinge, wobei das, was ich jetzt zuerst erläutere, Sie nicht unbedingt erläutern müssen, weil ich bezweifle, dass alle Prüfer das überhaupt kennen und wissen und durchdacht haben. Nämlich einmal kommt es an auf die Art des Produktes im weitesten Sinne. Sie werden gleich merken, was ich hier meine. Denn es kann sein, bei einer Preiserhöhung, was ja bedeutet, P als Preis definiert, können wir das ja so kennzeichnen. Dann kann es sein, in diesem Ausnahmefall, das, was ich jetzt erläutere, ist ein Ausnahmefall, dass die Menge auch mehr wird. Ich erhöhe den Preis und die Leute kaufen mehr. Und dieses Phänomen ist eine Ausnahme, Sie merken das schon, ja, und hat einen Namen, man nennt das Prestige-Effekt. Prestige-Effekt. Die Leute kaufen mehr, weil der Preis erhöht wird. Ja, Prestige-Effekt. Dicht daneben liegt der Snob-Effekt. Die Leute kaufen mehr, die Snobs kaufen mehr, weil andere weniger kaufen. Ein Snob will sich immer abgrenzen von der Masse. Ja, das ist so ähnlich, aber hier präzise ist das der Prestige-Effekt. Und das hängt natürlich mit der Art des Produktes zusammen. Das muss dann schon auch ein Prestige-Produkt sein, wie eine exklusive Uhr, ein exklusives Auto. Ja, und da kann es tatsächlich passieren, dass sie den Preis erhöhen und die Menge steigt. Aber das ist die Ausnahme. Sie müssen diesen Weg nicht gehen. Sie können und sollten aber diesen zweiten Weg gehen. Es kommt an auf die Elastizitäten. Es kommt an auf die Elastizitäten. Wie elastisch reagiert die Nachfrage auf Preisveränderung? Das ist die Grundfrage der Elastizitäten. Wie reagiert die Nachfrage, wenn der Preis sich verändert? Und es gibt zwei Reaktionen, die aber beide unterstellen, dass der Preis sinkt. Die Frage ist nur, wie stark. Ja, also, dass die Menge sinkt, wollte ich sagen. Der Preis wird erhöht und die Menge sinkt mit K. S-I-N-K. Sie sinkt. Die Frage ist nur, wie stark. Ja, wenn die Menge stark sinkt, dann nennen wir das elastisch. Wie ein Gummiband. Preis wird erhöht und die nachgefragte Menge geht sehr stark zurück. Oder der Preis wird erhöht und die nachgefragte Menge geht nur schwach zurück. Und das nennen wir unelastisch. Ja, aber noch einmal, der Unterschied ist,
dass in beiden Fällen hier bei den Elastizitäten die Menge tatsächlich zurückgeht. Nur die Frage ist, wie stark. Während hier bei dem Prestige-Effekt die Menge steigt. Ja, das ist der grundsätzliche Unterschied. Also, ob Sie den Weg ganz nach links gehen wollen, überlasse ich Ihnen. Es kann sein, dass Ihnen der eine oder andere Prüfer da auch nicht mehr folgen kann, weil das wirklich so eine Ausnahme ist, ne? Mehr so eine gehirnakrobatische Übung, die nur in ganz speziellen Ausnahmefällen wirklich in der Praxis sich so umsetzt. Und Sie wissen, die Akademiker lieben diese speziellen Ausnahmefälle, diese theoretische Gehirnakrobatik. Und das ist so ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen theoretische Gehirnakrobatik, obwohl es hier natürlich praktische Beispiele für gibt, ne? Exklusive Uhren, mag es zutreffen, exklusive Autos, aber es ist nicht der Regelfall. Ne? Der Regelfall ist hier, es kommt auf die Elastizitäten an. Was passiert, wenn Sie für Produkt X den Preis erhöhen? Antwort, es kommt darauf an, auf was kommt es an? Auf die Elastizitäten. Ist die Elastizität stark oder ist sie schwach? Geht die nachgefragte Menge also stark zurück oder geht sie nur schwach zurück? P ist der Preis, X ist die Menge, das haben wir schon geklärt. Also was sind die Auswirkungen auf den Umsatz, wenn ich den Preis erhöhe, wie oben gezeigt, mal der Menge, das ist der Umsatz, P mal X ist der Umsatz, und die Menge reagiert tatsächlich stark. Ja, ich mache das hier mal deutlich durch einen dicken Pfeil. Das bedeutet, dass der Umsatz auch zurückgeht. Das heißt, bei einer elastischen Reaktion gehen Preis und Umsatz in umgekehrte Richtung. Der Preis geht rauf, der Umsatz geht runter. Oder man kann auch sagen, die Mengenreduzierung überkompensiert die Preiserhöhung. Das, was ich an Preis draufschlage, verliere ich und mehr als das, bezogen auf den Umsatz, weil die Menge stark zurückgeht. Und der andere Fall ist, dass ich den Preis erhöhe und jetzt muss ich diesen Fall hier dick machen. Ich erhöhe den Preis, multipliziere mit der Menge, die nur schwach zurückgeht und das bedeutet, der Umsatz steigt. Bei einer unelastischen Reaktion gehen also Preis und Umsatz in die gleiche Richtung. Sie können das mit der Preissenkung genauso durchspielen. Ich habe das in mehreren Videos gemacht. Also das ist hier wieder nur ein Aufkochen von Dingen, die ich schon anderswo erläutert habe, um Ihnen zu zeigen, dass hier immer wieder Zusammenhänge hergestellt werden können. Damit Sie die Vernetzung sehen, damit Sie die Zusammenhänge sehen und damit Sie die Wege für sich sehen, die Sie gehen können, wenn ein Prüfer so eine Frage stellt. Na, was passiert, wenn Sie den Preis erhöhen? Ja, dann kann man hier wunderbar die Sache erläutern. Man kann überleiten zu den Elastizitäten. Ja, es kommt drauf an. Auf was kommt es an? Auf die Elastizitäten. Elastizitäten ist grundsätzlich die Nachfragereaktion auf eine Preisveränderung, egal ob Erhöhung oder Senkung, die Reaktion auf eine Preisveränderung, das sind die Elastizitäten. Ne? Elastizitäten gleich Reaktion auf Preisveränderung, nicht Preiserhöhung, sondern Preisveränderung. Ne? Also Erhöhung oder Senkung, Preisveränderung. Das sind die Elastizitäten. Ja, jetzt haben wir hier eine Preiserhöhung. Wie kann denn da die Reaktion sein? Die kann stark sein, das heißt, die Nachfrage geht stark zurück. Oder sie kann schwach sein, die Nachfrage geht schwach zurück. Das erste nennen wir elastisch, das zweite unelastisch. Was sind die Auswirkungen auf den Umsatz? Ja, und dann können Sie das alles hier erläutern. Alles Gute, Marius Ebert.